Die Nationalmannschaft von Honduras ist zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Walldorf eingetroffen. Neben Bürgermeister Heinz Merklinger, Willi Kempf und Danilo Teich vom FC Astoria und Holiday Inn-Chef Rainer Weglein standen auch viele junge Fußballer der Walldorfer Vereine Spalier. Die Nationalelf von Honduras trainiert in Walldorf bis zum 25. Mai und bestreitet dort zwei Testspiele.